Servus, ich bin der Michel von Astersüchtig und in diesem Video geht es um die neue Triumph Street Triple RS. Ja, servus Sportsfreunde, ich grüße euch nochmal zu diesem neuen Astersüchtig.de Video, in dem es, wie bereits erwähnt, um die neue Street Triple Modell RS gehen soll. Die Street Triple Baureihe gibt es seit dem Jahr 2007 und ja, ich will sagen, die charakterstarken Mittelklasse-Motorräder sind eine absolute Bereicherung für den Motorradmarkt und ja, das sieht man tatsächlich auch an der großen Fangemeinde der Motorräder. Die Bikes überzeugen seit Anbeginn mit ja, super Handling, sportlicher Auslegung und in meinem Erachten auch guter Verarbeitung. Das Design, über das lässt sich so ein bisschen streiten. Hier waren vor allen Dingen die Scheinwerfer ein großer Kritikpunkt vieler Nicht-Triumph Street Triple Fans. Und Design ist tatsächlich auch das Merkmal, das bei der 2020er Street Triple RS am auffälligsten und augenscheinlichsten ist natürlich hier die Veränderung, allen voran die Front überarbeitet, jetzt mit nicht mehr diesen, ich sag mal, Glubschaugen, wie sie vorher vielleicht so ein bisschen wirkten, sondern mit einem doch deutlich aggressiveren Design, schlanker und Triumph verspricht hier auch eine höhere Lichtausbeute. Das hat mir bei den alten Modellen besonders gut gefallen. Unterstützt wird das Ganze durch ein Tagverlicht, LED-Tagverlicht, also wirklich eine ganz, ganz feines Update vorne an der Front. Das ist aber tatsächlich nicht alles, was sich beim Design verändert hat, auch wenn man bei den weiteren Änderungen so ein bisschen genauer hinschauen muss. Denn wir haben neue Spiegel, die in der Grundform den alten entsprechen, aber das, dieses Schalendesign hat sich so ein bisschen verändert. Wir haben eine neue Seitenverkleidung, der Bugspoiler wurde überarbeitet, die Heckpartie ist jetzt auch, ja, ich will mal sagen, die ganze Geschichte etwas cleaner, wirkt etwas schlanker. Wir haben diese Öffnung, wie man sie auch von den R-Modellen bei Yamaha kennt, dass man so ein bisschen durchkommen kann. Dadurch wirkt es, wie gesagt, etwas filigraner, schlanker, luftiger. Und ja, in Gänze wurde die Linie geradliniger, dadurch wirkt es aggressiver, sportlicher. Mir gefällt es tatsächlich sehr, sehr gut. Wie gesagt, auch wenn man im Vergleich zur Vorgängerin, mal abgesehen von den Scheinwerfern, ja, schon genau hingucken muss, um die Veränderungen tatsächlich zu sehen und zu erkennen. Was auch angepasst wurde, ist die Lenkerklemmung. Die ist jetzt hier nämlich neu designt und der Rahmen strahlt jetzt in Titansilber oder Titaniumsilber, wie die Briten sagen. Das ist genau der gleiche Lack, der auch bei den Speed Triple, also bei den großen RS-Modellen, bei dem Topmodell der Triumph-Baureihe zum Einsatz kommt. Ja, was gibt's noch anzumerken designseitig? Genau, wir haben ein geändertes Display, das ist optisch schon ein bisschen angepasst worden und Design bzw. Form so ein bisschen angepasst und zwar beim Sozius-Sitz, der ist jetzt etwas höher. Das heißt, Mitfahrer oder Mitfahrerinnen sitzen einen Tick entspannter auf dem Motorrad, weil der Kniewinkel nicht mehr ganz so eng ist. Und genau, Kniewinkel, das bringt mich auch zu den Fußrasten. Da stehen die Füße auf, wenn man fährt. Und die Fußrastenhalter, die Fußrastenträger sind jetzt auch in Schwarz. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, weil sich das hervorragend in das Gesamtkonzept optisch eingliedert. Es hat sich aber natürlich nicht nur am Design was getan, sondern auch technisch wurde einiges überarbeitet.
Die Insider von euch, die werden das jetzt wahrscheinlich erahnen. Das Triebwerk kommt ja auch in der Moto2 zum Einsatz seit 2019. Und ja, hier haben die Ingenieure etwas Know-how einfließen lassen. Und das erzähle ich euch jetzt direkt am Motor. Ja, Technik. Triumph 3SSS 2020, das Modelljahr nach dem Einstieg in die Moto2. Und ich habe es bereits angedeutet, hier soll Know-how mit eingeflossen sein. Und zwar dank der Ingenieure aus der Motor- und Rennsportabteilung. Kurze Randnotiz an der Stelle, die Motoren in der Moto2 leisten um die 140 PS, vermutlich ein bisschen über 140 PS. In dem Bereich bewegen wir uns hier bei der Street Triple in der Straßenvariante nicht. Das ist zum einen Euro 5 geschuldet. Hier haben wir natürlich eine etwas restriktive Auspuffanlage, die Leistung kostet und einfach dieses Leistungsniveau nicht möglich macht. Und es geht natürlich auch um die Standhaftigkeit der Motoren. Nichtsdestotrotz haben es die Ingenieure geschafft, mehr Leistung ins Aggregat zu zaubern, und zwar in dem Bereich, der auf der Landstraße besonders wichtig ist. Im mittleren Drehzahlbereich gibt es jetzt mehr Drehmoment. Ja, wie haben die Ingenieure das geschafft? Es wurde in verschiedenen Bereichen des Motors Hand angelegt. Es wurde der Ansaugtrakt überarbeitet, um die Beatmung des Aggregats so ein bisschen zu verbessern und zu erleichtern. Es wurde die auslassseitige Nockenwelle überarbeitet und präziser gearbeitet, um hier mehr Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich zu generieren. In diese Richtung wurde das optimiert. Es wurde die Kupplung, die Ausgleichswelle und auch die Nockenwelle überarbeitet, präziser gefertigt. Und in Summe soll das alles eben die Trägheit des Aggregats ein bisschen verringern, die Drehmomentausbeute erhöhen und ja zu einem deutlich agileren Ansprechverhalten im mittleren Drehzahlbereich führen. Das soll auch eine Überarbeitung der Drosselklappen oder ein schnelleres Ansprechen der Drosselklappen mit unterstützen. Kleine Randnotiz hier, wir sind im elektronischen Bereich mit einem E-Gas unterwegs, also wir haben Drive-by-Wire, keine Bowdenzugsteuerung mehr. Und ja, auch der Auspuff, der ein Sondermodell für die RS-Variante ist. Die Street Triple R und die S haben noch den Auspuff des Vorgängermodells. Hier kommt jetzt ein etwas schickeres Modell zum Einsatz und der Auspuff zeichnet sich auch durch ein Zwillingskatalysatorsystem aus, der ja auch den Gasdurchsatz so ein bisschen beschleunigt und verbessern soll. Und auch ganz wichtig, um die Drehmomentkurve im mittleren Drehteil so ein bisschen zu glätten, kommt jetzt beim Krümmer ein Interferenzrohr zum Einsatz. Das gab es bei der Vorgängerin noch nicht. Und wie gesagt, in Gänze sollen diese Änderungen hauptsächlich dem Fahren auf der Landstraße zuträglich sein. Und jetzt kommen wir zu den Zahlen. Im mittleren Drehzahlbereich ca. 9% mehr Drehmoment zur Verfügung stellen. Und im Maximum haben wir hier jetzt 79 Newtonmeter Drehmoment bei 9700 Touren, also knapp unter 10.000 Touren. Der Motor ist aber nicht das Einzige, wo sich was getan hat. Große Freude macht mir hier tatsächlich das Getriebe. Auch hier wurde Hand angelegt, die Zahnräder präziser gefertigt, die ganze Sache etwas leichter gestaltet, um die Schaltvorgänge leichter und präziser vonstatten gehen zu lassen. Und das ist aber tatsächlich für mich nicht das Highlight. Dies ist ein anderes. Und zwar haben wir jetzt seit diesem Jahr eine Anti-Hopping-Kopplung mit an Bord, die ja vor allem, wenn du halt auf der Rennstrecke unterwegs bist, natürlich eine feine Sache ist und in Gänze natürlich die Schaltvorgänge und vor allen Dingen das Runterschalten erleichtert. Und Erleichterung gibt es auch in Form eines Blippers, also eines Schaltassistenten, der sowohl Hoch- und Runterschalten ohne Kupplung ermöglicht. Das gibt es tatsächlich nicht mal bei der großen Speed Triple RS. Finde ich wirklich cool, dass Triumph das hier mit reingepackt hat. Ja, und unterstreicht aber so ein bisschen die sportliche Philosophie, die dieses Motorrad haben soll. Hier wird auch Triumph intern oder beziehungsweise in der Pressemitteilung von einem Naked Racer gesprochen. Also einem Fahrzeug, das sowohl als Naked Bike auf der Landstraße Spaß machen soll, aber auch auf der Rennstrecke überzeugen kann. Rennsportlich, da hatten wir ja bei der Vorgängerin schon gutes Material am Start. Vorne eine Gabel von Showa, eine Big Piston Fork mit 41 mm Durchmesser. Am Heck werkelt ein Öhlins STX40 Federbein. Und
Bremsseitig sind wir mit Brembo M50-Sätteln auch sehr, sehr gut ausgestattet. Ja, auch die Bremspumpe ist von Brembo einstellbar, sowohl in Hebelweite als auch in Übersetzung. Und ja, die Felgen sehr leicht gestaltet und auf den Felgen sitzen jetzt Pirelli Super Corsa SP in der V3-Version, also der neuesten Generation der Pirelli straßenzugelassenen Supersportreifen. Elektronik, da hat sich auch so ein bisschen was getan. Ich habe ja die Drosselklappen schon angesprochen, Display auch, Euro 5 auch, das spielt ja eben auch so ein bisschen mit rein. Und was da passiert ist und das Wichtigste vor allen Dingen, wie sich die Sache anfühlt, wie sich die Triumph Street Triple auf der Landstraße schlägt, das erzähle ich euch jetzt wie immer unterwegs. Ja, servus Sportfreunde, ich grüße euch zum zweiten Teil des Videos über die Triumph Street Triple RS. Nun sind wir auf der Landstraße unterwegs. Genau, und um diese Eindrücke soll es jetzt hier auch gehen. Welchen Eindruck hat das Motorrad hinterlassen in den letzten, schauen wir mal geschwind, ja, 767 Kilometern. Weniger drei Kilometer hatte sie auf der Uhr, als ich sie bekommen habe. Und ja, das sind schon, ja, ich sag mal, eine solide Basis für eine erste Einschätzung. Bisschen Autobahn war dabei, also grundsätzlich schon gut mit dem Moped unterwegs gewesen. Rennstrecke fehlt noch, aber darauf gehen wir in weiteren Videos ein, denn das Motorrad wird auch mein Einsatzgerät werden für den Triumph Street Triple Cup in diesem Jahr. Aber jetzt erstmal Einschätzung Landstraßenperformance. Und da möchte ich loslegen mit der Ergonomie. Hier gibt es keine Veränderung zur Vorgängerin, aber die war tatsächlich auch nicht nötig, denn das Motorrad ist ja für mich so das Nonplusultra, was Fahrposition für ein Landstraßenmotorrad, muss man natürlich dazu sagen, was die Fahrposition angeht und ja, die Gesamtergonomie. Die Sitzposition mit 825 mm relativ sportlich hoch, könnte für mich tatsächlich noch ein Tick höher ausfallen, denn ja, ich sitze gern auf dem Motorrad und weniger gern drin. Das ist hier tatsächlich nicht der Fall, also man sitzt nicht im Motorrad, aber ich sag mal, naja, so 10, 15 mm mehr wären gut für mich. Da hätte man auch ein bisschen mehr Vorderradorientierung, wobei die hier sehr, sehr angenehm ausfällt. Das muss man halt bei der Street Triple immer sagen. Der Lenker liegt extrem gut zur Hand. Man hat immer noch so ein bisschen Gewicht auf den Armen, also es ist jetzt nicht so hundertprozentig entspannt, Naked Bike Style, will ich jetzt mal sagen. Es ist natürlich ein Naked Bike, aber es ist nicht keine Bummelposition. Und ja, das leichte Gewicht auf dem Vorderrad sorgt halt auch dafür, dass man immer so ein bisschen diesen Attacke-Modus auch hat. Und ja, das macht das Motorrad natürlich auch aus. Es ist halt kein, es ist zwar ein Mittelklasse-Motorrad, aber kein Bummelgerät, will ich jetzt mal sagen. Auch wenn wir jetzt hier so gefühlt gerade so ein bisschen durch den Wald bummeln. Ja, und Ergonomie auf jeden Fall 10 von 10 Punkten von meiner Seite her. Und was man halt auch sagen muss, ich mag ja diese Snakebikes fahren, weil es einem viel Gefühl gibt für das, was außenrum passiert. Ne? Wenn man mit Supersportler fährt, Vollverkleidung, da spürt man halt doch nicht ganz so in dem Maße die Geschwindigkeit. Und wenn man halt auf einem Supersportler auf der Landstraße fährt, ja, kommen einem 120 manchmal langweilig vor. Und das ist halt hier eine andere Geschichte. Da fühlt man doch einfach die Geschwindigkeit mehr. Finde ich eine coole Sache. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und was mir tatsächlich auch sehr, sehr gut gefällt, ist bei diesem Motorrad, ja, Design. Da bin ich ja schon drauf eingegangen so ein bisschen. Und die Verarbeitung. Das Motorrad ist extrem clean gehalten. Das sieht man eben auch in diesen Designanpassungen so ein bisschen. Also hier sind wir jetzt doch noch etwas puristischer unterwegs. Und auch das Gesamtkonzept des Motorrads und die Gesamtoptik vermittelt das ein bisschen. Also wenn man sich den Motor anschaut und die Peripherie drumherum, da gibt es ja nur die nötigsten Kabel und Schläuche. Das wirkt alles extrem aufgeräumt. Der dunkle Block wirkt sehr, sehr edel. Die Oberfläche, diese leicht strukturierte Oberfläche, gefällt mir alles sehr, sehr gut. Und was mir auch sehr gut gefällt, das sind hier tatsächlich die Details. Ich hatte es ja angedeutet, dass jetzt die Fußrastenträger in schwarz sind. Und
Die wiederum tragen auch die gleichen Stil- und Designelemente wie zum Beispiel die Aufnahme am Gabelfuß, wie die Aufnahmen der Spiegel an den Lenkerenden und auch die Felgen nehmen so dieses Thema von diesem dreieckigen Öffnungswissen auf. Das heißt, ein wirklich gelungenes Gesamtkonzept finde ich wirklich mega. Also mir läuft das extrem gut rein, clean Optik, richtig, richtig gut. Und ja, hier kann man vielleicht nur kurz auf die zwei verfügbaren Farben eingehen. Das gibt es einmal in diesem Silber Metallic. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau den Namen, ist aber auch wurscht. Und die matt-schwarze Variante, die ich sie jetzt hier habe. Und gerade bei dieser dunklen gibt es halt einfach ein mega gutes Gesamtkonzept und ein tolles Gesamtdesign. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Obwohl ich jetzt von diesen grünen Applikationen hier, naja, finde ich jetzt nicht so hundertprozentig gelungen, dieses Klebedesign. Aber ja, da kann man ja individualisieren, ist nur ein Aufkleber, kann man abziehen, kann man selber Hand anlegen, wer das denn ändern möchte. Genau, so viel zum Design. Wichtig natürlich, und jetzt geht's ans Herzstück, der Motor. Und der ist tatsächlich, wie angedeutet, im mittleren Drehzahlbereich kräftiger geworden. Das spürt man tatsächlich auch. Und, also drehmomentseitig kräftiger geworden. Und ja, was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist das Ansprechverhalten und die Gasannahme. Der Motor hängt wirklich gierig am Gas und das ab niedrigsten Drehzahlen funktioniert das sehr, sehr gut. Läuft vibrationsfrei, ich sag mal fast in allen Bereichen. Denn was mir aufgefallen ist, ich hatte es vorhin erwähnt, Autobahnetappe. Wenn man sich so ab einer Geschwindigkeit, weiß nicht, 140, 150 Reisegeschwindigkeit einpendelt, so ich sag mal in Speed, bei dem man mit einem nackten Motorrad noch einigermaßen entspannt unterwegs ist, aufrecht sitzen wohlgemerkt, dann fängt das Aggregat doch an zu vibrieren. Das, ich sag mal, ist jetzt nicht im unangenehmen Bereich. Also das ist nicht so fein nervig, sodass einem die Arme, die Hände oder die Zehen oder so einschlafen. Aber es vibriert spürbar. Und zwar so spürbar, dass ich tatsächlich unterwegs, wie gesagt, neues Motorrad gewesen, meinen Reflektor am Kennzeichenhalter hinten verloren habe. Der ist eh relativ lavede, muss man sagen, mit diesem langen Ausleger. Das ist mir schon aufgefallen bei den Videos von der Triumph-Präsentation, die ich gesehen habe, dass das Ding halt echt wackelt wie ein Kuhschwanz. Ich finde vom Design her eigentlich tatsächlich ganz okay. Mal abgesehen davon, dass es lang ist, und ich gehe davon aus, die meisten von euch, die dieses Motorrad vielleicht kaufen wollen oder werden, werden hier was Kurzes dran basteln, was halt auch sehr, sehr gut zu diesem extrem filigranen und schlanken und stylischen Heck passt. Aber wie gesagt, in der aktuellen Version sehr vibrationsempfindlich und damit ja so ein bisschen ein Minuspunkt von meiner Seite. Obwohl, wie gesagt, die Vibrationen, die der Motor halt in diesem Drehzahlbereich, 6er Gang, 140, 150 km/h dann entwickelt, ja, tatsächlich erträglich sind. Das ist jetzt nichts Nerviges, aber eben deutlich spürbar, muss ich hier an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnen. Das ist aber tatsächlich der einzige Kritikpunkt, motorseitig. Getriebe bleibt hier noch zu erwähnen. Wie gesagt, Blipper jetzt am Start, Anti-Hop-Gekupplung jetzt am Start. Wirklich eine ziemlich coole und feine Geschichte, alles dabei, was das Herz begehrt, Kupplung extrem leichtgängig, mega Gesamtkonzept und ja, das spricht so ein bisschen diese Rennsportrichtung an. Ihr seht es hier vorne, es sind natürlich gummiummantelte Stahlflexleitungen mit an Bord, Sichtstahlflex finde ich cool, Bremsanlage super, die Brembo M50 Stopper und die 19er Brembo Pumpe, ich sag mal, über jeden Zweifel erhaben. Aber es gibt hier einen kleinen Kritikpunkt und da gehen wir so ein bisschen in Richtung Elektronik, die zwar adaptiert wurde, verändert wurde, aber aus meinem Gesichtspunkt tatsächlich ein bisschen verschlimmbessert. Und das hat mehrere Gründe. Also zum einen haben wir, deswegen das Stichwort Bremse, wir haben natürlich ein ABS an Bord und das war in der Vorgängerin abschaltbar. Es gab und gibt fünf verschiedene Riding Modes. Das ist einmal Rain, Road, Sport, Track und Rider. Beziehungsweise Fahrer. Der Rider Mode ist individualisierbar. Und in den unterschiedlichen Modi
wird halt entweder vorprogrammiert, die Leistung abzuschalten. Und es gab eben die Möglichkeit, im Track-Mode und im Rider-Mode das ABS abzuschalten. Das geht nicht mehr. Extrem nervig, vor allen Dingen dann, wenn man auf die Rennstrecke gehen will, auch wenn das ABS sehr spät regelt. Wer auf der Rennstrecke mit dem Motorrad schon mal unterwegs war und mit dem Supersportler unterwegs war und dann irgendwann an den Punkt kommt, wo das ABS eingreift, obwohl du eigentlich bremsen möchtest, und man weite Radien geht und das Kiesbett immer näher kommt, der wird wissen, wovon ich rede. Abschaltbares ABS, auch für die Stoppy-Fraktion oder die Stunt-Fraktion, die das natürlich nur abseits des öffentlichen Verkehrsraums machen. Einfach eine coole Sache, geht nicht mehr. Ein Negativpunkt meiner Seite. Traktionskontrolle immer noch abschaltbar, also da haben wir immer noch die Möglichkeiten, die Lust und Launen des Fahrers irgendwie umzusetzen. Und ein weiterer Kritikpunkt, die Elektronik betreffend, ist tatsächlich das Display. Das war auch in der Vorgängerin für mich wirklich über jeden Zweifel erhaben. Es gab halt, ich sag mal, Landstraßenbummel-Displays und oder Anzeigevarianten, in der halt der Geschwindigkeit oder der Tachometer so im Zentrum war und man halt so Informationen, Tageskilometer, Temperaturen sowas angezeigt bekommen hat. Aber es gab eben auch Display-Varianten, die halt für die Rennstrecke geeignet waren, in der der Drehzahlmesser und vor allen Dingen die Art und Weise, wie der Drehzahlmesser angezeigt wird, wirklich an ein analoges Instrument rankam und wirklich über keine Sekunde im Zweifel darüber gelassen hat, wo du dich bewegst, ob du schalten musst, welcher Drehzahlbereich du hast und welche Gangstufe dazu gehört. Das geht jetzt nicht mehr. Triumph hat das jetzt angepasst und hat jetzt wirklich nur noch so einen Larifari-Drehzahlmesser, will ich jetzt mal sagen. Zahlen-Display, ich hoffe, ihr seht das jetzt hier gerade. Ich blende euch das vielleicht auch mal ein, falls das jetzt nicht so wirklich gut zu sehen ist. Also für die Rennstrecke unbrauchbar, weil ich halt einfach doch recht genau hingucken muss, was da passiert. Und das gefällt mir tatsächlich überhaupt gar nicht. Und grundsätzlich hat mir auch auf der Straße dieser Balken-Drehzahlmesser-Variante der Vorgängerin deutlich besser gefallen. Also hier muss ich sagen, hat Triumph die ganze Geschichte, ich will jetzt mal sagen, verschlimmbessert. Jo, da haben sie sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Habe ich schon deutlich besser gesehen und war eben auch deutlich besser. Liegt höchstwahrscheinlich an dem Triumph Connectivity System, das jetzt hier mit vorinstalliert ist und die Möglichkeit bietet, eben Smartphone oder eben hier, wie bei meinem Fall, auch eine GoPro zu koppeln und die über das Einstellelement zu bedienen. Aber jo, da verzichte ich gern auf das Feature der Handysteuerung für eine gute Anzeige. Ja, also Motor, Design, Ergonomie, Verarbeitung kann man hier noch vielleicht ansprechen. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu Design und Ergonomie. Alles sehr, sehr gut, auf höchstem Niveau, clean, wirkt wertig. Also da gibt es überhaupt nichts zu beanstanden. Und was ich natürlich im Rahmen Ergonomie und Motorrad nicht vergessen darf, wichtigstes Element eigentlich, ist das Thema Handling. Weil dieses Motorrad reagiert so sensibel und fein und sämig und wahnsinnig genial auf Körperbewegungen, Lenkimpulse und verhält sich dabei aber so neutral, dass für mich wirklich das Paradebeispiel eines Landstraßenmotorrads. Hier reicht halt einfach beim Kurvenfahren ein Tick mit dem Oberschenkel, zack, zack, oder einfach nur das Legen des Oberkörpers ohne Krafteinsatz am Hebel, um die Richtung zu wechseln oder die Schräglage zu beeinflussen. Es ist einfach wirklich absolut gelungen. Hier merkt man die 187 Kilo fahrfertig und das wirklich sehr gelungene Ergonomiekonzept. Also von mir dicker Daumen hoch für das Thema Handling. So, Motorcharakteristik, Design, Handling, haben wir eigentlich so gut wie alles abgerissen, was das Motorrad ausmacht. Und es wird Zeit, wir machen jetzt hier ein kleines Fazit. Und das gibt's jetzt. So, da sind wir wieder. Fazit, Triumph Street Triple S Modelljahr 2020.
Und ich denke, man kann sagen, Triumph hat auch diesmal wieder ein fast perfektes Landstraßenmotorrad auf die Räder gestellt, das in der neuen Variante nicht nur mit toller Verarbeitung überzeugen kann, sondern nun auch mit einem noch sportlicheren und schickeren Design, einem tollen, abgedateten Motor und natürlich, wie auch schon die Vorgängerin, mit sehr, sehr hochwertigen Elementen. Ich nenne hier nur nochmal die Brembo-Anlage oder das Öhlins TTX 40 Federbereit. In Gänze ein sehr, sehr sportliches Gesamtpaket in der S-Variante. Fahrwerk, wie gesagt, Elemente sehr, sehr sportlich ausgelegt. Ein Tick zu straff vielleicht für denjenigen, der nur ein normales Landstraßenmotorrad sucht. Hier soll ich aber die R-Variante der Street Triple ans Herz gelegt. Die ist mit den Komponenten etwas downgegradet, etwas günstiger ausgestattet, dadurch auch günstiger im Preis und bietet aber mit 118 PS und dem Gesamtkonzept der Ergonomie immer noch ein sehr, sehr herausragendes Landstraßenmotorrad. Und für diejenigen unter euch, die vielleicht jetzt erst einsteigen und eine A2er-Variante versuchen, Street Triple S ist hier die Modellvariante, die ihr euch anschauen könnt. 660 Kubik, eben A2-konform. Und ja, da könnt ihr auch in einer noch günstigeren Variante mal eine Probefahrt machen. Und das möchte ich euch jetzt zum Schluss natürlich auch noch raten. Schaut bei Triumph vorbei, schaut euch die Modelle selber mal an. Mich hat das voll und ganz überzeugt. Und ja, falls ihr Eindrücke gesammelt habt, euch die Mopeds mal angeguckt habt oder vielleicht auch Fragen habt, lasst es mich hier in den Kommentaren wissen. Eure Fragen beantworte ich natürlich so schnell wie möglich. Und falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, noch mehr über ein Abo. Und dann seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Asphaltsüchtig Performance Check. Bis dahin grüße ich euch wie immer sportlich, sende viele Grüße und sage bis zum nächsten Mal. Euer Michel.